Herzlich willkommen zurück zu Oberzock Minecraft Folge 20 hier bei Feed the Beast Infinity. Wir haben in dieser Folge einiges zu tun. Sogar sehr, sehr viel. Und zwar, wir haben folgende Probleme. Also, erstens, dadurch, dass ich nur eine Folge aufnehme, können wir die Turtles, die wir hier schon schön gebastelt haben, noch nicht hinstellen. Beziehungsweise hingestellt haben wir sie schon, aber wir können sie noch nicht starten. Da ist ein Problem. Deswegen, wie gesagt, wenn die halt, wenn man den Server verlässt, dann hören die auch zu produzieren. Und ja, dementsprechend muss man sie dann neu starten, also neu ansetzen. Und dann fangen wir von vorne an. Das bringt gar nichts. Wie gesagt, ich nehme heute nur eine Folge auf, deswegen halt das Problem. Anderes Problem ist die Baumfarm, weil die ist jetzt vollgelaufen mit Sludge. Das heißt, wir bräuchten entweder einen Tank oder wir machen eine Voidpipe. Wobei ich eine Voidpipe... erstmal bevorzugen würde, wenn wir Glas haben, Redstone haben und so ein pinkes Döns. Hier so ein. Wir haben es natürlich nicht. Gehen wir mal schlafen und gucken wir mal, ob wir hier irgendwo so ein Quirl finden. Tür. Da oben haben wir einen größeren See. In welche Richtung ist denn der? In die Richtung. Aber wir hoffen, dass da auch so eine Viecher drin sind. Sonst kriegen wir da auch ein Problem. Ja, hat sich die Voidpipe schon wieder erledigt. Wir müssen doch einen Tank bauen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Und was sehen wir da oben denn dort? Waren wir da schon drin? Also hier ist auf jeden Fall erstmal eine Feldspalte, da kommen wir nicht so einfach. Haben wir noch. Ne, Items haben wir nicht so viel dabei. Das ist der Wagen, das mal. Genau, schaffen wir auch. Ne, hier schätze ich mal, waren wir noch nicht drin. Doch, waren wir schon drin. Haben wir alles leer gemacht. So, sage mir bitte, dass wir hier ein Quirl haben. Aber dafür ist der See einfach zu niedrig. Mist. Nicht tief genug. Nein, gut, das heißt, Voidpipe hat sich erledigt. Alternative wäre. Dafür brauchen wir Pipe Waterproof. Müssten wir Kaktus für haben. Und eine Wüste haben wir auch nicht. Hat sich also auch erledigt. Shit. Oh, Feldspalte. Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt stürzt Minecraft ab, aber hat sie nochmal gefangen. So. Schnell laufen geht nicht, müssen wir ein bisschen essen, was hier. Auf geht's, schnell nach Hause.
halbe Folge schon herum hier. Na, fast. Viertel der Folge. Gut, ja, die Baumfarm arbeitet ja trotzdem weiter. Auch wenn sie dann langsam weiterarbeitet. Oder langsam, ja, deutlich langsamer. Das kriegt man so nicht raus. Und ich sehe auch gerade ja auch gar keine Energie. Wir haben die Energie geklaut. So, jetzt hast du wieder Energie. Und du hier? Nicht genug. Und dafür haben wir wahrscheinlich keine Materialien. Guck mal, die hin. Ach, die haben wir hier unten gebastelt. Ha! Hier haben wir ein bisschen Holzkohle. Nimmst du halt kurz da raus und bringst hier rüber oder was? Oh, schon lange nicht mehr aufgenommen. Mist. Ganz schnell raus. So, jetzt hast du wieder ein Plus. Und du steigerst deinen Batteriestand. Das ist sehr gut. Du solltest ja jetzt hier ein bisschen arbeiten, ne? Ja, ich schätze es mal. So, genau das Haus. Achso, jetzt bin ich immer im Haus. Kann ich hier nichts sehen. Aber wir wollten das Haus hier hinsetzen. Und die Farmen. Glaube ich. Oh Mann, ich bin völlig draußen. Auf jeden Fall, genau hier sollte platt gemacht werden erstmal, dass wir hier Platz haben. Da lang und da lang. Der Query. Ender Query mal noch nicht. Das heißt, wir brauchen da 11 Diamanten. Dann Diamanten hat man wahrscheinlich noch gar nichts mehr gehabt, ne? Eine Enderperle. Ne, Diamanten haben wir gar nichts mehr gehabt. Gut, sehr unproduktive Folge heute hier. Shapecard, Shapebox, Dimension 555. Ach so. Clearing Query, okay.
Bilder. Okay, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber wirklich überhaupt nicht. Schaden. Efficiency 1 haben wir hier. Worth and Working. So, pass auf. Wir machen. Zum Eisen. Mal schnell eine Spitzhacke. Wir brauchen was so ein Gerät. So, auf geht's. Hier mal schnell rein. Und das hier mal schnell abgeerntet. Uppala. Das bringt dann doch immer noch so ein bisschen was dazu. Auch wenn es nicht viel ist. Aber es bringt was. So, Usage. Smelting. Stopp. Usage, was war das? Alloy Smelter. Genau. Schmeißen wir es in den Alloy Smelter rein. Haben wenigstens ein bisschen was geschafft. So, die waren. Da sind sie. Ja, alles rein. Was bist du? Ein Segment. So. Iron. Können wir die jetzt da reinschmeißen? Zieht er sich rein. Wunderschön. Zinn, Gold, Kupfer, Aluminium. Alles da rein. Kann der hier ordentlich arbeiten. Und er zieht, er zieht 20F. Genau, das heißt, die wird jetzt ordentlich leer. So, Dust. Und schlafen. Brauchen den Strom von den Solar Panels. Ziehen nämlich nur 20, dann ziehen die nämlich nur auch nicht viel besser. Das ist auch nicht viel besser. Das ist ja doof. Das ist doof. So, wir können nochmal die Farm, die wir hier hinter haben. Wobei die da auch schon fast mit abbaut. Nein, du sollst da nicht hin. Mach mal keinen frei. Oh, jetzt schreibt mir der, wahrscheinlich der Baldo. Weil wir haben nämlich noch einen Server laufen. Ah, genau, er ist WMTS. Wir haben nämlich auch einen Minecraft-Server laufen. Mit, das uralte Minecraft-Pack. Und er erwartet mich wahrscheinlich jetzt nochmal zum Zocken. Müssen wir mal gucken. Potato Seeds. Nehmen wir die hier nochmal ein bisschen. Hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Schmeißen wir ein paar Potato Seeds hin. Hier ein bisschen Karotten. Und hier haben wir noch ein paar andere Seeds. Dann müssen wir dann auch noch einen Squeezer basteln, den wir nutzen für Seed Oil, wird dann wichtig später für die Bienen.
Das haben wir auch noch. Genau, die müssen ausqueezen. Die behalten nämlich auch mal alle so gut wie es geht. Und förderst du jetzt hier noch Holz? Ja, du machst noch Holz. Gut. Holz kann dann im Endeffekt dort mit rein. Ihr macht ja hier das, das, das. Dann kann der erstmal ein bisschen laufen, bis die Energie dann komplett weg ist. Wie viel verbrauchst du eigentlich? Idle, idle, idle. Na gut. Mach man. Mach man. So. Die Frage ist natürlich jetzt, wie machen wir am besten weiter? Also wir bräuchten jetzt da vorne Platz. Das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir hier sehr viel Terraforming betreiben. Oh nein, nicht ganz richtig. Können wir da Working, Where's Efficiency? Da brauchen wir wie heißt das? Amboss. Anvil. Anvil heißt das, nicht Amboss. Anvil. So, 3 Eisenblöcke und 3 normale Eisen. So, holen wir uns mal schnell Amboss. Was haben wir? Den schmeißen wir da unten runter und Eisenschaufel mit gib mir das Ding. Okay, hat sich damit erledigt, weil wir kein Level haben. Das dauert so viel zu lange. Wenn wir das hier alles mit Hand terraformen, ey, das ist ja Ewigkeiten. Aber dann könnte man wenigstens schon mal das Ding zumachen, den Teich hier vorne zumachen. Das ist doof. Brauchst du mal den Teich hier vorne zu und dann beenden wir die Folge auch so langsam. Wie gesagt, übermorgen nehme ich, habe ich eine längere Aufnahmesession. Da starten wir dann am besten die beiden Turtles. Die Frage ist auch, ob ich die Turtles eventuell AFK mal ein bisschen laufen lassen soll dann. Andererseits brauchen wir für die Turtles noch ordentlich Saft, also Strom. Genau, dann machen wir es so. Ach, guck mal an. Der Harvester hat geharvestet. Mir fällt da gerade ein, dass der Harvester ja nur harvestet. Aber nicht plantet. Weil einen Planter haben wir nämlich noch nicht. Dann machen wir mal schnell hier von Hand. Dann würde ich eigentlich auch ziemlich schnell gerne, sobald wir den Kirby haben, mit Applied Energistics anfangen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt noch auf der Liste. Der ganze Kram hier muss mal weg. Genau. Da geht's dann weiter. Also wie gesagt, nächste Folge dann so ein bisschen Terraforming mit dem mit den Turtles. Dann können wir auch langsam anfangen hier weiter zu basteln. Und ja, damit soll es erstmal gewesen sein. Ich weiß, es war eine sehr unproduktive Folge, nicht viel geschafft,
auch ein bisschen Stress. Aber in der nächsten Folge wieder mehr. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage ciao.